Ladies and Gentlemen, Rüssig Pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und heute gibt es ein geisteskrankes Hide and Seek. Wir befinden uns auf dem Militärgelände, Leute. Und heute werden richtig kranke Militärfahrzeuge versteckt. Nämlich ganz normale Panzer, dann die Panzer, die wir später auftunen können. Eine nagelneue futuristische G-Klasse, Leute, aus der Zukunft. Und ein super OP-Ferrari, Leute, der komplett crazy ist. Und unser Gegner heute ist Daniel. Hey, wieso ist dein Bett nicht sauber gemacht, als du bei mir warst? Ich habe extra das dreckig gelassen, weil ich dachte, du magst es, wenn du es noch nach mir riechst oder Digga, so. Nie wieder kommst du zu mir nach Hause. Ja, es tut mir doch leid, Leute. Auf jeden Fall ein richtig geiles Hide and Seek. Habt ihr Bock auf mehr Hide and Seek? Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt auf jeden Fall weitere Autos in die Kommentare rein, die wir hier verstecken sollen. Heute krasse Folge. Armeegelände, Armeefahrzeuge, super interessante Fahrzeuge. Bist du ready to go? Nee. Okay, let's go. Viel Glück, Amir. Viel Glück wünsche ich dir. Oha. 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 Chill mal. Ich habe auch Wölfe aktiviert. Digga, der ist voll OP, ne? Der ist richtig, richtig OP, mein Freundchen. Ah, willst du den... Okay. Warum willst du das denn? Nichts. Ich dachte, du... So, ich gucke jetzt erstmal, wo ich das Auto verstecke. Ich gucke jetzt mal, wo ich das Auto verstecke. So, man könnte auch immer was ganz Einfaches nehmen, so. Komplett easy. Und einfach so einfach wie möglich lassen. Das ist eine Möglichkeit, die da wäre, aber du bist halt leider dafür ein bisschen zu doof. Ich habe eine gute Idee und zwar, wir machen jetzt folgendes, Leute. Einmal müssten wir hier das machen, so. Und dann werden wir folgendes machen. Oha! Was? Nix. Okay. So, und dann gehen wir rüber zu dem nächsten Fahrzeug, Freunde. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, mein Freundchen. Nächstes Fahrzeug, nächstes Fahrzeug. Schalala. Ah, du bist auch beim zweiten Fahrzeug, ja, tatsächlich. Mhm. Okay, interessant, interessant. Ich sag dir ehrlich, heute bin ich ziemlich einfach unterwegs, weil ich denke mir so, manchmal ist es einfacher, einfach zu verstecken, so, weißt du? Manchmal muss man sich doch keine Mühe geben und kann doch einfach ein ganz einfaches Versteck machen. Mhm. So, mein Freundchen, so, mein Freundchen. Ich muss ehrlich sagen, bei einem Versteck war ich sehr böse. War ich wirklich sehr böse. Was ich nur sagen will. Beim zweiten Versteck bin ich schon ein bisschen weniger böse, so, weil ich dachte mir, okay, vielleicht dann eher nicht, aber da du eh nicht so gut bist im Hide and Seek und immer sagst, ey, Russi, kannst du bitte nicht so stark machen oder kannst du mir bitte helfen, die Autos besser zu finden, will ich ja auch nicht frech sein, so, weißt du? Genau, Freundchen, genau. Tell me more about it. I can tell you. Erzähl mir mehr. I can tell you everything about this. Oh. Ich glaube, das wird nichts hier. Oh oh. Nee, Leute, ich glaube, das Versteck ist nichts für mich. Woo! Woo! Oh. Ja, bitte. Eigentlich ist es so einfach, dass es vielleicht aber wieder aufgehen könnte. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich tue mir gerade schwer ein bisschen, sag ich dir ehrlich. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer beim Verstecken. Gut, verstehe ich. Hast du schon ein zweites versteckt? Ja, ich bin schon im dritten dran jetzt. Verdammt, 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 verdammt. Was ist los, mein Kleiner? Bist du sauer? Nee, eigentlich nicht. Oh, ich sehe dich. Echt? Wo bin ich? Du bist aber, ich weiß, du Ropegun gerade da versuchst, aber ist lustig. Nee, ich hab gar nicht Ropegun benutzt, Bro. Aber ich lasse das Fahrzeug hier stehen, let's go zum nächsten. Alalala, long, 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 ding. Oh, push up, push up. Also, ich sag ehrlich, wir haben heute große Fahrzeuge auch, ne? Eigentlich richtig schwierig dadurch. Weil wir haben Panzer, wir haben dort Panzer, wir haben hier Panzer. Eigentlich lustig, was du mit der Ropegun versuchst, aber. Danke. Ja, ja, bitte. Oder siehst du, der Schrubkamm benutzt du? Ich hab ein bisschen geguckt, Bro. Oh, dann geh ich weg vom Hangar, Digga. So ein ekelhafter. Ja, aber ist nicht schlimm. Ist okay, Bro. Hey, du bist doch nirgendwo hier. Doch. Hey, ich seh dich gar nicht. Wo bist du denn? Hä, ich bin hier. Ja, wo denn? Ja, hier. Ja, dann am Hangar da oder was? Dann geh ich rüber zum letzten Fahrzeug. Soll ich schießen? Ey! Bam! Ich sehe schon ein Battle vielleicht, ein mögliches. Wenn man die Fahrzeuge findet und es... Wir können nicht mit dem ropen! Ach. Ach du heiliger Bimbam.
Ist der früher. Oh. Oh mein Gott, das ist ja übel schwer. Hey! Das ist ja übel Ey! Ha, ausgewichen! Aua. Getroffen. Ey, ohne Rope Gun. Boah. Sehr schwierig, sag ich dir ehrlich, sehr schwierig. Oh mein einfach. Gott, Digga. Übel einfach. Okay. Ich glaube, das wird das einfachste Fahrzeug zu finden sein. Glaubst du? Ich glaube schon, ja, irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es das einfachste wird. Glaubst du das wirklich? Oha, ich habe ein geisteskrankes Versteck. Also, für ein Auto wäre da ja unnormal krass. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Hä? Schreck doch einfach rum. Ich bin fertig. Eigentlich ja, aber werde ich jetzt nicht mehr machen. Versuche jetzt kurz was. Nee, geht nicht. Schade. Verdammt. Müssen wir anders verstecken, Freunde. Du bist fertig. Ich habe noch nicht eine lange Zeit, aber ich werde das Ganze jetzt noch ausnutzen, um mein Fahrzeug zu verstecken. Entspann dich mal, lass mich mal konzentrieren. Es ist nicht so einfach ohne Rope Gun und alles. Macht er mich ja genau Experte oder was? Du denkst auch, du wärst gut beim Hide and Seek. Okay. Ja, okay. Warum sagst du dich auf einmal? Warum bist du so ein Newbie? Warum? Ich hab doch alles schon versteckt, du brauchst noch 10 Jahre. Nein, ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt wieder zurück. Ja, ich komme jetzt wieder zurück. Let's go, Leute. Wir gehen jetzt wieder zurück. Okay, Freunde, wir sind ready. Bist du ready? Hast du denn schon alles hier... Ready. Let's go. Hast du irgendein Fahrzeug von mir gefunden? Sag mal ehrlich. Nee, du? Nee. Aber ich gehe heute mal mit System vor. Hast du nicht? Nee. Das klang so ironisch, das nee. Achso, nee, hab ich wirklich nicht. Aber ich geh jetzt mal heute mit System vor. Okay. Als allererstes werde ich diesen äußeren Schleichweg einmal komplett abfahren. Aha. Und nebenbei immer noch ein bisschen umgucken, falls ich irgendwas finde, weißt du? Okay. Ein bisschen rausgucken, ein bisschen rechts gucken. Ja. Hast du was in diesen Schleichwegen versteckt? Nein, sonst würde ich da reingucken. Achso. Oh! 1-0. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste nicht, wo ich den Hins machen soll. Was soll ich machen? Sumo Battle ist schon mal gesichert. Ja, ja, okay, alles klar. Freu dich nicht zu früh, mein Freundchen, ne? Hä? Was? Hab ich das zweite direkt gefunden? Welches? Dieses, was man upgraden kann, dazwischen den zwei kleinen Gebäuden? Ja. Ja! Hä? Was ist denn los? Das ist deins. Rot, direkt. Nein, das hab ich ja drin nicht versteckt. Ey, Mann, was ist denn los? Ich hab noch gar nicht angefangen. Nice. Schimmer ein bisschen. Nice, direkt das zweite gefunden. Ich sag halt, mit System voranzugehen ist halt mal wieder smart gewesen. Chill doch mal ein bisschen jetzt. Ja, kurz mal den Eingang hier abchecken. Entspann dich doch mal. Hast du hier irgendwas versteckt? Oh, ich hab dein Upgrade-Ding gefunden. Nice. In Hangar. Ah ja, stimmt, Hangar. Let's go. Einfach. Also guck mal, das Ding ist, es steht jetzt 2-1. Jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Es ist auch immer demotivierend, wenn man am Anfang viel findet und danach plötzlich nichts mehr findet, weißt du? Oh, geht. Ich hab nicht so einen Druck jetzt, direkt was Neues zu finden, weißt du? Ja, aber das Ding ist, du hast halt erst 2. Weißt du? Du hast S1. Ja, weil ich hab halt mehr Fähigkeiten als du. Okay. Pupsen und Röpsen ist keine Fähigkeit. Hallo? Rüssig Pupsig ist am Start, mein Freundchen, aber... Oh, hier ist eins! Was hast du gefunden? Hä, warum hast du auch außen versteckt? Was hast du denn gefunden? Ja, den Panzer. Echt? Wo hab ich den versteckt? Ja, außen. Hä? Ja, einfach außerhalb des Zaunes, so bei den Dinger Militär. Also auch da quasi ein bisschen. Oh mein Gott, der ist wirklich hier! Ich hab Käse gebaut! Ich weiß, ich hab schon Nein gesagt. Bro, ich hab einfach Müll geredet! Ja, ach, deswegen mein ich ja nicht. Ich hab ihn gefunden! Let's go! Oh, Entschuldigung, Officer, Entschuldigung. Nice! Okay, nice! 2-2. Ja, okay, jetzt das Traurige ist, wir haben beide dieselben Fahrzeuge. Ich muss eins sagen, ein Fahrzeug von mir ist sehr. Ich hab gecheatet. Wortwörtlich, ich hab gecheatet. Ja. Warum? Ich hab gecheatet, Bro. Ist das in einem Gebäude drin, wo man nicht rankommt, oder was? Nee. So ja, also, wie hast du dann gecheatet? Ich hab's, ich hab
Ich habe halt etwas gemacht, aber das werde ich dir später ein bisschen sagen, wenn die Zeit knapper wird. So, ja, weißt du, hey, aber Cheaten ist doch nicht erlaubt. Ja doch, Cheaten ist erlaubt, ab und zu mal. Achso, ja gut, dann werde ich nächstes Mal einfach ganz hoch in die Luft machen, ich kann, mit Frozen Place. Ich kann dir einfach so sagen, du kennst ja dieses typische, man spawnt einen Container und versteckt dann da oder so. Okay. Aber das Ding ist, ich habe etwas gespawnt, nicht um zu verstecken da drin, sondern um damit es zu bedecken. Schieße? Unter jeden Titan gucken, hast du was in dem Titan drin reingemacht? Nein, da spawne ich doch gar nichts. Die sind ja da. Ja, und die Jets? Ja, und dann? Ja, hast du einen Jet gespawnt oder was, um das zu verstecken? Nein, wie soll ich denn einen Jet spawnen? Was bringt mir ein Jet? Frag lieber mal was, komm, frag doch lieber mal was. Jeder hat zwei Fahrzeuge. Ey, hast du ein Objekt gespawnt, um da drin ein Auto zu verstecken? Nein, ich habe ein Objekt gespawnt, um damit mein Auto zu hiden. Ja, aber dann hast du ja irgendwie damit versteckt. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, du hast es versteckt, man hat es aber gesehen, dann spawnst du eine Kiste oder so und stellst die Kiste davor. Ja, Digga, irgendwie er cheatet. Ja, okay. Er cheatet. Ja, sehr schade. Wenn du die Map kennst, dann wirst du merken, ey, das gehört da gar nicht hin. Ja, oder du hast einfach eine Prop, die dazugehört. Ja, oder so. Ja, also. Ja, frag doch jetzt lieber was Vernünftiges. Oder nee, ich bin... Ich hab nichts gespawnt. Ja, okay. Hast du was auf dem Dach versteckt? Also, erhöht. Nicht direkt Dach. Erhöht. Erhöht, ja. Okay. Du? Erhöht war die Frage. Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich das eine Fahrzeug versteckt habe, wenn ich ehrlich bin. Wo habe ich denn meine G-Klasse versteckt? Also das eine Fahrzeug auf jeden Fall nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher, Leute, aber... Ich sehe dein Erhöhtes! Du kleiner 31er, du bist komplett aufs Ding hoch. Und weißt du, wie ich es gefunden habe? Ich habe mich gerade auf dieses, auf den Heli getackert und bin mit dem Heli rumgeflogen, der vom NPC gesteuert wurde. Der ist über dein Dingmast geflogen und ich habe dein hohes Fahrzeug entdeckt. Digga, wie gut war das denn? Leute, wir holen das kurz runter. Okay, ja. Leute, hier oben ist das Fahrzeug auf jeden Fall. Ich habe den OP-Ferrari gefunden. Nice! Okay, Bro, ich habe mein Fahrzeug weggebracht und ich habe mich tatsächlich erinnert, ich habe nichts auf einer erhöhten Position, also nicht auf dem Dach halt. Mhm. Oder so. Oben hast du halt was im Interieur versteckt? Nee. Ich auch mal. Oh, stimmt, gute Frage. Aber die Autos sind auch irgendwie zu groß, um so diese Treppen und sowas hochzugehen. Im Ropegang geht alles. Okay, warte, ich suche jetzt nur noch, welches Fahrzeug diesen. Ah, die G-Klasse, ne? Okay, ja. Hast du was in einem. Unter Dach. Also ist das letzte Fahrzeug unter dem Dach? Okay. Ist bei dir eins der Autos unter Dach? Ja, kann man so sagen, dass es ein Dach ist. Warum kann man so sagen? Von der Garage, das Dach ist ja auch ein Dach. Ne? Also es ist überdacht. Sagen wir mal so. Hä? Ja, wie gesagt. Bin ich wieder dran mit Fragen. Steht dein letztes Fahrzeug auf dem Boden? Also berührt den ganz normalen Boden, gar nicht erhöht, sondern komplett ebene, flach. Ja. Ja? Okay. Meine sind, meine Fahrzeuge, die zwei, die du suchst, sind auf jeden Fall auch auf dem Boden. Beide. Also die sind... Im Hangar oder so? Direkt in der... Absolut nicht erhöht. Boah, aber ich tue mir gerade schwer, ne? Guck mal, ich kann eine Frage stellen, die mich ein bisschen ins Ausschießt, aber ich stelle sie trotzdem, weil es mich interessiert. Ist dein Fahrzeug irgendwie bei einem Busch oder was Grünem? Nö. Bei mir ist eins bei etwas Grünem. Oder einem Busch. Oder Gras. Oder sonst was. Armin, du hörst dich so traurig an, das verletzt dich ja, dass du so verzweifelt bist. Nee, ich bin gerade am Suchen. Ja, aber du hörst dich so, ich habe schon Mitleid mit dir, dass du so dir schwer tust, so alles gut, Bruder. Es ist doch nicht schlimm, dass du hinten liegst. Ah, ich find's halt schade, dass du cheatest. Es ist nicht so gecheatet, glaub mir, wenn du... Du hast doch selber zugegeben, dass gecheatet na, ist, oder? Na, es ist... Bro. Aber ich frag mich einfach, was du gespawnt hast. Wenn du einen Container spawnst und ein Auto drin versteckt, ist es cheaten? Haben wir oft gemacht, oder?
Ja, ja. Sag du selber Cheaten bezeichnen. Ja, das meine ich so mit Cheaten so. Das genau dieses Level vom Cheat. Einfach in Prop spawn und das war's. Aber ich finde jetzt, wir haben echt noch gespannt, eineinhalb Minuten, Bro. Wir haben noch eineinhalb Minuten. Guck mal, ich habe dir einen guten Tipp gegeben. Ein Fahrzeug vermissen im Grasbusch. Ja, kann nicht sein. Doch. Wieso kannst du denn? Irgendwo, ist eins deiner Autos außerhalb von... Nein. Aber gibt's denn hier was Grünes außer das? Ja. Ah, vielleicht bei den Schlafbaracken. Ja, vielleicht bei den Schlafbaracken. Vielleicht. Weil Hangar habe ich durchgeguckt. Nee, Hangar ist ja nicht grün. Doch, da ist grün. Das ist ein bisschen so. Fazit ist, kannst du mir lieber mal einen Tipp geben, wo deine G-Klasse ist? Nö. Ist dein Fahrzeug außerhalb? Hallo? Ja. Ah! Was? Wie, dein Fahrzeug ist außerhalb? Hab's. Danke. Bitte. Ich hab's. Ja, bitte doch! Wirf doch! Warum hast du es da bei diesen komischen Gaspylonen versteckt? Hä? Hä? Warum? Wie? Einfach, weil ich wollte. Wie? Nein, Bro, ich hab's nicht gefunden, Mann. Ja, ach nee, weiß ich ja, weil du Gaspylonen gesagt hast. Du bist ja komplett falsch, Digga. Hallo, bitte. Oh, nur noch 4, 3, 2. Ja! G-Klasse! Zeit ist abgelaufen, sorry. Ah, ne, hab gefunden. Du hast 2 gedacht, hab ich gefunden. Bro, wo hast du es gefunden? Im Busch hier, in der Nähe vom Zaun. Ah. Okay, jetzt sag mir mal bitte, wo deine G-Klasse ist. Oder zeig es mir. Was ist das denn für ein Ding? Hä? Komm rein. Ja, ich komme. Oh, hier ist ja sogar grün ein bisschen. Wo? Hier, in der Nähe. Oh mein Nähe. Gott, ich bin sogar hier gewesen. Guck mal da rein. Alter, das ist unnormal stark gewesen. Mhm. So schräg. Alter, jetzt zeig ich dir das letzte Versteck. Komm mal, port dich mal zu mir. Komm. Was sind denn diesen grünen Dingern? Ah. Ich hab das grüne Ding davor gespawnt. Ah. Oder kopiert. Gespawnt. Ja, ich hab's kopiert und dann rübergezogen. Ah, krass. Damit man ein bisschen weniger drauf sieht, aber ich weiß gar nicht, ob du es gefunden hast. Nee, nicht wirklich. Weil man achtet da gar nicht hin. Aber okay, spannend. Dann würde ich einfach sagen, dass wir rübergehen zum Sumo-Battle. Such dir ein Fahrzeug aus, jetzt ist es spannend. Ja, was wird's denn wohl werden? Sag mal, darfst du raten. Der getunte Panzer? Ja, ach. Nee, der normale Panzer. Echt? Ja klar, Digga, ich werde dich so wegschellen. Komm, ich mach auch. Ich will den Orangenen, ja? Wir machen den Schellen-Battle, komm. Ja, hol den Orangen. Let's go zum Schellen-Battle. So, mein Freund, hier bist du bereit fürs Schellen-Battle. Aber bevor wir starten, man darf nicht schießen, okay? Okay, ich mache hier nur ein bisschen die Luft, um Action zu machen. Okay, bist du ready? 3, 2, 1, go. Okay, best of 3. Let's go! Komm her, ich gebe dir die größte Schelle, die du jemals bekommen hast. Ah, wow! Bam! Wow! Oh mein Gott! Wow! Wow! Oh! Wow! Oh, hier eine Schelle für dich und... Oh. Und ne Monster. Wow. Nein. Ja! Bro, ich hab. Ja! Rückwärtsgang falsch gemacht. Ja, weißt du, ob man vorwärts oder rückwärts fahren soll, ne? Ja, ich bin vorwärts gefahren, aber das war falsch herum. Ja! Oh, 1-0. Hast du Schelle kassiert? Okay, 1-0, let's go. Okay, Bro, das Ding ist, ich hab echt einfach Gas gedrückt, weil ich nach vorne geguckt habe, aber eigentlich war das auch. BAM! Ja, hör mal hier! So, immer schön drauf achten, was vorne und hinten. Oh Gott. Oh, ich weiß mal, was vorne ist. Wow! Oh! Okay. Und. Ja, okay. Komm her. Die. Wow! Okay, haben wir langsam. Wow, chill. Bro, diese, oha, machst du Beyblade? Wow! Monsterschelle. Bam! Nein. Wow, bam! Wow! Was passiert mit dir? Nein, schneller! Mann, wie gut war das eigentlich? Wow! Weg mit dir! Nein! Danke! Bitte! What the? Ja! Nein! Ah!
Oh mein Gott, nein, nein, Bombe! Bombe! Nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Das ist. Ja! Nein! Die Japaner hält es aus! Verdammt! Oh mein Gott, ja! Ey! Wie viel hält dein Panzer wieder aus? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist geil! Yeah! Oha! Nein! Oh 1-1. Mein Gott, was ein geiler Rausschlag! Finale! Ey, Bro, das Wettel ist zu geil! Das ist zu geil! Okay, 1-1. Ich bin ready! Letzter Point, Matchpoint, let's go, 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 go! Okay, einmal in die Luft schießen für Markenzeichen. Oh nein, nein, nein. Okay. Wie schick. Alles gut noch, alles gut. Oh! Was? Oha, wie bist du? Boah, ausgewichen! Oh mein Gott, war das. Okay. Okay. Okay, okay, du hast ein bisschen Respekt hier. Okay, schöne. Okay, alles gut, alles gut, Amir. Ja, warum schubst du schon mal so weg? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich einfach besser bin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, oh mein Gott, was? Wie habe ich mich gesaved da? Nein, 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 ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Oh mein Gott. Digga, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein, ja! Nein, nein, nein. Powerschlag! Bist du runter? Nein! Ja! Oh mein Gott! Schade. Leute, 1-0, wir gehen rüber zum nächsten Battle. So, Armin, bist du bereit für die nächste Challenge? Yes, und die nächste Challenge ist 5 Sterne überleben hier im Army-Gelände. Deswegen habe ich das Auto schon mal geholt. Ja, deswegen bin ich auch ready. Bist du ready? Mach dir 5 Sterne. Ja. Mach dir 5 Sterne. Und ist an. Okay, bei mir ist jetzt auch an. Let's go. Noch keiner, der... Komm her! 5 Sterne. Oh krass, meins kann gar nicht schießen. Oh, ich hab auch... Bleib mal, lass mal... Hallo, sollen wir nebeneinander mal stehen? Lass uns nebeneinander mal kurz, du hast Angst. Wieso? Nee, so nebeneinander, so als ob wir die Beste sind. So, guck mal, die Autos können so eh nichts. Warte. Ja. Kann ich dich eigentlich... Digga! Lass mal... Digga, wolltest kannst du nicht kurz 10... Nein! Willst du mich bomben oder was? Nein, ich hab doch... Ich will doch selber hochgejagt. Gott, das ist ein Panzer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Warte! Wir sind beide explodiert. Wir sind gleichzeitig explodiert. Wir sind gleich... Unentschieden. 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 Ja. Das heißt, wir gehen rüber... Was war das denn? Hä? Nein, ich hab dich gebaitet! Ich wollte das ganze Baiten, bis Panzer kommt und dann abhauen. Ja, aber irgendwie hat es nicht so gut geklappt. Aber wir kommen lieber zur letzten Challenge. Okay, Armin, die letzte Challenge ist der Weitsprung. Ich habe auf jeden Fall ein schnelles Auto, kleineres Auto. Oh, warte. Mein Auto hops. Oh mein Gott, du hoppst sogar. Ich glaube, heute haben wir einen Sieg. Aber Bro, was soll ich machen, wenn ich halt besser suche und verstecke? Oh, meiner backt auch rum. Meiner backt auch nochmal rum, Bruder. Bruder, meiner ist verbuggt. Oh mein Gott, ich hab nicht mal die Rampe genommen. Ich glaub, was? Ich hab nicht mal die Rampe genommen. Fliegst du weiter? Ich glaube schon, sogar. Nein. Nein! Ja, Digga, du hast mich weggeschubst, Digga. Bro, wie kann es überhaupt sein, dass wir sind gerade neben... Warte, wir sind auch gleich. Bro, wir sind nebeneinander gelandet. Nein, was? Bro, das gab's doch nie. Wir sind gerade, ich bin gelandet, du bist auf mir drauf gelandet. Guck mal, wenn du genau reinzoomst bei mir, ich bin genau auf deinem Punkt. Bro, ist mir egal, für mich ist heute ein Unentschieden. Bro, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mein Auto ist rumgepackt. Ich bin hochgesprungen, irgendwie hochgeflogen, bevor ich überhaupt die Rampe genommen habe. Und du landest auf meinem Kopf drauf, hä? Verstehst du das eigentlich, dass wir gerade random beide in der Luft gleichzeitig aufeinander draufgeflogen sind? Ja, das war krass. Bro, das ist zu krank gewesen, Leute. Lasst ein Like, abonniert den Kanal. Sagt selber, wer hat für euch heute gewonnen. Abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Checkt ab. Ciao.